In diesem Video verrate ich dir 5 Gründe, warum du nicht besser in der Schule wirst und wie du diese Denkfehler und Lernmythen verhindern kannst. Herzlich willkommen zur Entscheidung Bestnoten. Heute geht es wieder um 5 fatale Denkfehler Number 2. Ich habe schon mal ein Video gedreht, das kannst du dir gerne nochmal anschauen, wo es ebenfalls um 5 Denkfehler geht. Jetzt kommen 5 neue Denkfehler. Lernmythen sind ja in aller Munde, ja? Und Mythos bedeutet ja immer in unserem Kontext, irgendwas glaubt man, obwohl es falsch ist. Und es gibt auch Lernmythen in der Schule. Da denkt man eigentlich, das müsste stimmen, aber es hindert dich daran, Bestnoten zu schreiben. Gehen wir doch mal rein und schauen uns mal den ersten Lernmythos an, nämlich gekaufte Karteikarten sind besser als selbsterstellte. Natürlich gibt es fertig vorgefertigte Karteikarten in Mathematik, es gibt fertige Vokabeln, Karteikarten in Englisch und Französisch und so weiter und so fort. Die kannst du dir sogar schon als App runterladen. Wenn du jetzt aber glaubst, dass nur weil das ein gekauftes Produkt ist, dass die für dich besser sind, als wenn du sie selbst erstellen würdest, dann täuschst du dich. Überleg mal, wenn du diese Karteikarten selber erstellst, dann musst du dir wirklich auf den Kopf machen, welche erstellst du, also was schreibst du drauf. Und allein schon dieses Schreiben, also wenn du Vorder- und Rückseite beschriftest, ist für dich schon ein sehr, sehr intensiver Lernprozess. Dieser Lernprozess geht natürlich verloren, wenn du dir die Karteikarten fertig kaufst. Deswegen ist es ein absoluter Trugschluss. Selbst wenn die gekauften Karteikarten didaktisch besser sind, weil sie vielleicht besser auf den Lehrplan abgestimmt sind, weil sie vielleicht auch zu 100% fehlerfrei sind und so weiter, so ist es trotzdem so, dass wenn du die Karteikarten selber erstellt hast, dass sie für dich, für dein Lernen besser sind. Hausaufgaben sind nur was für Streber und damit der zweite Mythos, das ist Quatsch. Ja? Also ich habe ja Mathematik studiert und wenn du Mathe studierst, dann hast du in jeder Vorlesung Übungsblätter zu erledigen. Und wenn du die nicht erledigst, dann wirst du nicht mal zur Prüfung zugelassen am Ende. Ja, also du musst immer mindestens 50% richtig haben im Schnitt, damit du am Ende überhaupt die Prüfung machen darfst. Und das machen die aus gutem Grund. Weil die sagen, der Unterricht, die Vorlesung alleine reicht nicht. Du musst daheim auch noch was für diese Prüfungen machen, damit du überhaupt eine faire Chance hast zu bestehen. Und das ist in der Schule jetzt auch nicht so anders. Okay? Wenn du einfach nur den Unterricht besuchst, egal wie gut der Lehrer ist, du wirst niemals den vollen Stoff verstehen. Das liegt allein schon am Lehrplan, dass der Lehrer gar nicht den kompletten Lehrplan in seiner Tiefe mit allen Beispielen und so weiter abdecken kann. Ja? Er muss also immer entscheiden, was fasst er zusammen, wo macht er vielleicht mal mehrere Beispiele, wo verlässt er sich auf dich, dass du daheim noch was nacharbeitest. Und das kannst du, oder das kann der Lehrer unter anderem über die Hausaufgaben steuern. Wenn du jetzt eben denkst, dass Hausaufgaben nur für Streber sind und Hausaufgaben sind uncool und Hausaufgaben mache ich nicht, dann geht dir ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lernens verloren und das wiederum sorgt dafür, dass du einfach Lücken aufbaust. Und diese baust du wirklich über die Jahre immer weiter auf, bis du vielleicht sogar irgendwann den Anschluss verlierst. Also, kurz zusammengefasst, Hausaufgaben sind wirklich ganz, ganz wichtig und damit auch der zweite Mythos, den du auf jeden Fall beseitigen solltest. Am Tag vorher lernen bringt nichts mehr. So ein Bullshit, ja? Es gab die 2 Lernpsychologen, Doug Rohrer und Harold Peschler. Die haben wirklich untersucht, wie bereitet man sich optimal auf eine Prüfung vor. Und das Ergebnis, wenngleich populärwissenschaftlich formuliert, war, dass du natürlich vorher eine intensive Vorbereitung und Lernzeit hast. Ja, also du musst dich wirklich gut auf deine Prüfung vorbereiten. Dann legst du auch mal gerne die Bücher ein paar Tage weg, aber ganz kurz vor der Prüfung, so 1 bis maximal 2 Tage vorher, solltest du noch einmal alles ins Kurzzeitgedächtnis trümmern. Das ist die ideale Vorbereitung. Diese wichtige Phase, dieses nochmal ins Kurzzeitgedächtnis trümmern, fehlt dir ja, wenn du 1 Tag oder 2 Tage vorher nichts mehr machst. Deswegen verbanne diesen Mythos aus deinem Gehirn, ja, und merke dir, dass es auf jeden Fall noch was bringt, wenn du am Tag vorher nochmal wirklich dir die Inhalte reinziehst. Mathe lernen durch Durchlesen, das ist der 4. Mythos. Das kann nicht funktionieren. Wer mir schon länger folgt auf Instagram oder auf YouTube, der weiß, dass ich selbst in der 9. Klasse sehr schlecht in Mathe war. Und ich habe irgendwann meinen Fehler erkannt, so am Ende der 9. Klasse, habe in der 10. Klasse eine Sache umgestellt. Ich habe aufgehört, mir die Aufgaben im Heft einfach nur noch durchzulesen und habe angefangen, mir die Angabe auf ein leeres weißes Blatt Papier zu schreiben und habe angefangen, die Aufgaben einfach mal runterzurechnen. Diese Lösung, die ich dann produziert habe, habe ich mit der Musterlösung im Heft verglichen. Und dann gab es genau 2 Möglichkeiten. Entweder hat die Lösung gestimmt und der komplette Lösungsweg war richtig, oder ich habe mich irgendwo unterwegs verrechnet.
Dann habe ich wirklich das Blatt zerknüllt, habe es weggeworfen und habe von vorne begonnen. Und das habe ich so oft gemacht, bis ich die Aufgabe richtig hatte. Und diese eine Sache, die ich eben umgestellt habe, von ich lese mir Sachen durch. Und ich habe das durchaus verstanden, wenn ich das durchgelesen habe. So ist es ja nicht. Ich habe es gelesen, ich habe es verstanden und ich habe trotzdem die Prüfung vergeigt. Ja? Das war einfach der Fehler, dass man denkt, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es auch in einer Prüfung. Und das ist der Denkfehler, den du auf jeden Fall verhindern musst. Überleg dir das mal in einem Geschichtstext. Natürlich kannst du das komplette Kapitel im Buch durchlesen. 5 Seiten liest du durch, du wirst die Inhalte mehr oder weniger auf jeden Fall verstehen, die da drin stehen. Aber kannst du sie wirklich danach, ohne das Buch zu schauen, auch nochmal auf ein leeres weißes Blatt Papier schreiben? Wahrscheinlich nicht. Und genau das ist der Grund, warum Durchlesen alleine nichts bringt. Okay? Also Mathe lernst du zum Beispiel, wenn du wirklich die Aufgaben nachrechnest. Du musst selbst die Aufgaben rechnen, weil nur dann kriegst du ein ehrliches Feedback, ob du in der Lage bist, diese Aufgabe zu lösen oder eben nicht. Und damit kommen wir zum 5. und letzten Mythos. Fehler machen ist schlecht. Das ist so furchtbar und ich weiß, dass es ganz viele Lehrer gibt, die das abstrafen, wenn man sich meldet in der Schule, etwas Falsches sagt und dann kriegt man vom Lehrer einen Ampfiff. Ja, was soll das? Fehler machen gehört dazu. Wenn du keine Fehler machst, kannst du nicht besser werden. Wenn du keine Fehler machst, wirst du gar nicht erst feststellen, dass du etwas nicht kannst. Das gehört doch dazu zum Lernen. Das ist doch der Inbegriff von Lernen. Wann habe ich etwas gelernt? Ja, wenn ich vorher etwas nicht konnte und danach kann ich's. Also ich muss Fehler machen, um etwas zu lernen. Deswegen finde ich das ganz, ganz furchtbar, wenn einen Lehrer abstrafen. In der Schule bekommt man das dann wirklich teilweise beigebracht. Ja? Ich traue mich gar nicht mehr zu melden, weil ich Angst habe, eine schlechte mündliche Note oder so dann zu kriegen. Ja? Also furchtbar. Wichtig ist für dich, dass du dich davon nicht anstecken lässt. Natürlich, wenn du einen Lehrer hast, der das abstraft, musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Bei allen anderen Lehrern würde ich mich aber wirklich melden, aufzeigen und zur Not ist es halt mal falsch. Dann hast du dich aber trotzdem aktiv im Unterricht beteiligt und kriegst vielleicht trotzdem eine gute mündliche Mitarbeitsnote. Weil die meisten oder viele Lehrer checken das durchaus, dass nicht alles, was man gleich immer sagt, im Unterricht richtig sein kann, weil sonst würden wir ja nicht lernen. Aber bitte, bitte, bitte speichere im Kopf nicht ab, dass Fehler machen grundsätzlich schlecht ist. Schlecht ist es in meinen Augen nur und den Spruch kennst du, wenn man einen Fehler zweimal macht. Fass mir für dich nochmal die 5 Punkte zusammen. Grundsätzlich sind gekaufte Karteikarten nicht schlecht. Ich behaupte aber, dass es mindestens genauso gut ist, wenn du sie selber schreibst. Denk auch bitte immer dran, Hausaufgaben ist nicht nur was für Streber, sondern Hausaufgaben ist der wichtigste Grundbaustein, damit du ins Üben kommst. Ja? Und damit essentiell für gute Noten. Am Tag vorher lernen bringt nichts mehr, ist Quatsch. Ganz im Gegenteil, du musst vorher aktiv lernen. Darfst dann eine Pause machen, aber ganz kurz vorher solltest du nochmal alles in dein Kurzzeitgedächtnis trümmern, um das Optimum aus deiner Lernsession herauszuholen. Mathe lernen lernst du nicht durch Durchlesen, sondern Mathe lernst du insbesondere dann, wenn du aktiv die Aufgaben runterrechnest. Und der letzte Punkt war Fehler machen ist alles andere als schlecht, sondern Fehler machen gehört dazu. Fehler machen ist enorm wichtig und nur wenn du Fehler gemacht hast, kannst du auch Fortschritte machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt und meinem Kanal Entscheidung Bestnoten folgst. Ansonsten findest du mich auch auf Instagram unter Nick Lupack. Auch da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir folgst. Wir sehen uns sicherlich im nächsten Video wieder. Dein Erfolgscoach Nick.